Ich habe meine Nähmaschine rausgeholt. Ihr wisst, was es bedeutet. Heute wird genäht und zwar nehmen wir heute für die Kids. Babys und Kids. Und zwar ist das heutige Video in Kooperation mit Wunderlabel. Wunderlabel produziert Etiketten, die man sich in die Kleidung reinnähen kann. Und ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, da muss man dann bestimmt irgendwelche Dateien hochladen und gucken und so. Und es ist mega gut gemacht, mega easy, man muss überhaupt nichts hochladen, man wird super gut durchgeleitet und die Etiketten sind echt mega schön. Und zwar funktioniert es super easy, man wählt einfach aus, welche Art von Etikett man haben will, ob man so ein Lederetikett haben will oder ein gewebtes. Und dann gibt man seinen Namen ein oder für wen man näht und man hat wahnsinnig viele Schriftarten, also man kann das wunderschön schnörkselig gestalten oder einfach so die Initialien und Druckbuchstaben. Was ich auch mega cool finde, es gibt eine riesige Rubrik an Smileys, wie nennt man die, also kleine Zeichen. Icons, genau. Also egal, was man für einem absurden Hobby nachgeht, man findet es da drin und dann kann man sich das super schön gestalten und dann hat man seine eigenen personalisierten Etiketten. Das ist auch gut. So ein bisschen. Linda war an der Nähmaschine. Linda, ja, Linda, die war ja an der Nähmaschine, genau. Ich erkenne es schon. Wir zweckentfremden die Label heute natürlich ein bisschen. Und zwar würde ich gerne einen kleinen Dinosaurier auf diesen süßen Pulli hier, zeig mal, aufnähen. Und der kriegt Label Zacken. Dazu habe ich so ein schönes Senfgelb, was ich dachte. Oder so ein bisschen Ton in Ton. Aber ich glaube, das ist cooler, oder? Ton in Ton. Ton in Ton? Klar. Hast du noch einen senfgelben Dino gesehen? Ja, das ist halt der erste senfgelbe Dino. Das ist doch cool. Aber guck mal, wie schön das miteinander aussieht. Der sieht doch süß aus. Und also ich habe jetzt einfach Dino-Schablone gegoogelt. Und dann kommen hier seine Zacken dran. Ich glaube, den Hals mache ich noch ein bisschen länger. Der kann ruhig so ein bisschen hier hochgehen. Bis noch auf die Schulter rauf. Und vielleicht den Schwanz auch noch ein Stückchen. Dann bauen wir hier mal an. Gerade noch einen Stoff gefunden, der glaube ich auch schön aussehen würde. Ich habe zwar gedacht, ich mache da ein Halstuch draus, aber dafür wäre glaube ich auch, sieht irgendwie edel aus. Daraus schneiden wir jetzt ein Dino aus und dann stecken wir das fest und nähen das ein. Ganz einfach, wie ich immer sage bei dem Projekt. Gucken wir mal. Doch ein bisschen lang geworden. Das ist noch das Grün vom Blatt. Ich weiß nicht, wie ich jetzt hier weitermache. Vom gescheiterten Blatt. Muss ich mich auch demnächst mal wieder dran setzen, weil das wäre schon schön. Soll ich es jetzt irgendwo ran testen oder teste ich es an? No risk, no fun. Komm, das wird schon. Das wird schwierig. Die Nähpros hätten es jetzt natürlich, haben es wahrscheinlich vorausgesehen. Ich nähe einen festen Stoff auf einen stretchigen Stoff. Und jetzt habe ich unten zu sehr gezogen und jetzt ringelt sich's. Ich lerne immer was dazu, wenn ich Nähprojekte mache. Immer. Ich habe jetzt drei Ideen. Ich ändere den Stoff, der nicht so leicht franzt. Habe jetzt schon mal den hier ausgeschnitten und ich glaube, der ist wesentlich besser. Und dann mache ich den mit so Bügelvlies schon mal fixiert drauf und gehe dann mit Stickgarn drumherum, um diese schöne Kante hinzukriegen.
Achso, das wird dann das drauf gebügelt und dann wird es abgezogen und dann wird das drauf gebügelt. Das probieren wir jetzt mal. Jetzt ist nur die Frage, wie macht man das jetzt, wenn ich das jetzt hier so drauf bügel, also so rum, dann bügele ich es am Bügelbrett fest. Da gibt es bestimmt jetzt wieder irgendeinen Trick. Also ich habe es jetzt möglichst exakt zugeschnitten und lege mir ein Papier drunter und hoffe, dass es so funktioniert. Aber eigentlich schneidet man es wahrscheinlich erst danach zu. Das klappt doch gut. Schneiden wir jetzt nochmal ordentlich drumherum, damit hier die Kanten alle gleich sind. Und dann bügeln wir ihn auf, oder? Ja, das hat jetzt hier diese Schicht. Ich bin ganz begeistert, dass ich mit dem Zeug noch nie gearbeitet habe. Das ist ja so einfach. So, das ist doch mal eine gute Grundlage und darum gehen wir jetzt noch einmal rum. Schöner Blauton. Ein Auge braucht er auch noch, unser Dino. Ja, wir nehmen Knopf. Ja, haben wir so einen kleinen Knopf. Jetzt habe ich eine spitze Nadel, vielleicht nehme ich lieber eine stumpfe. So, ich nehme die. Nicht zu groß und nicht zu klein. Sieht tatsächlich hübsch aus, wie sich es abhebt mit dem Knatschblau. Bin ich noch ein bisschen beschäftigt. Fresh. So, ein Auge braucht er noch. Da brauchen wir noch einen schönen Knopf. Und dann kriegt er natürlich noch ein Label. Ich habe ein cognacfarbenes und ein helles mit Herzchen. Welches nehmen wir? Ich bin ja für das cognacfarbene. Für das dunkle? Also sehen beide sehr schön aus, sehr wertig einfach auch. Ich bin ja fast für das helle, weil das hier besser dazu passt. Wir nehmen das helle. Du durftest die Farbe aussuchen. Also diese Lederetiketten, die finde ich ganz toll. Die werten einfach direkt die Näharbeit nochmal auf, beziehungsweise kann man die auch anmützen oder auch wenn man nicht so oft näht oder immer nur mal zur Geburt was verschenkt oder sowas. Die gibt es im 10er-Pack, glaube ich. Sind es 10? Ja, ne? Also das lohnt sich auf jeden Fall, sich da mal ein kleines Set zuzulegen, wenn man mal ab und an sowas macht. Das sieht echt schick und wertig aus. Sehr süß geworden. Dauert noch ein bisschen, bis unsere Kleine das tragen kann, aber ich finde es sehr niedlich. Danke nochmal an Wunderlabel für die Unterstützung für dieses schöne Video. Alle Infos findet ihr nochmal in der Infobox und wir sehen uns hier nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Sehr süß.